Okay, Leute, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter mit der Show. Kann ich da nicht durch? Okay, dann muss ich extra. Zufallskämpfe nerven langsam. Jetzt meine ich. Oh, ich dachte schon, will den nicht öffnen. Okay. Und so. Ich habe nicht mal die Energie, das hier zu zerstören. Ich will. Hä? Willst du mich verarschen? Du hast nicht die Energie dazu. Leck Eier. Wieso hast du nicht die Energie dazu? Bestimmt muss der Roboter. Und ich habe schon die Batterie gesehen. Die ist da in einer alten Ruine. Ich sag einfach dazu mal nichts. Egal. Ich habe sie, eine Batterie für ihn. Und was willst du jetzt machen? Zurückgehen, den ganzen Weg? Jetzt kann ich mit ihm reden. Vielleicht weiß er sogar, wo das Teufelsarmband ist. Batterie erlangt. Okay, jetzt nun den ganzen Weg wieder zurück. Ach. Ich glaube, wenn ich gegen den Circuit-Boss Brawly, habe ich ja schon längst im letzten Part erwähnt. Oder vorletzten Part. Wird es ein heftiger Kampf. Okay, neue Gegnersorte. Mit Einschlag töten? Ja, nein, sehen wir mal. Ja, mit Einschlag töten. Hier, deine Batterie. Jetzt rede mit mir. Ich brauche ADS. Ich brauche Augenmetzelgeld, meine ich. So sollte es gehen. Jetzt öffnet er seine schönen grünen Augen. Roboter, Roboter, wach auf, nach los, wach auf, du. Wer weckt mich? Hallo, ich bin es, Roboter Songoran. Songoran, was ist passiert? Bist du noch nicht weggelaufen? Es ist ein halbes Jahr her, dass ich mich verlaufen hatte. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich dachte, die Ruinen hätten dich zerdrückt, nachdem du mich gerettet hast. Ach so, so lange ist das her. Warum bist du dann hier? Du müsstest doch entkommen sein. Ach, das ist gut, dass man endlich wissen kann, was mit dem Roboter passiert ist. Gut so, Spiel, gut so, Spiel. Naja, ich bin im Treibsand stecken geblieben. Oh, ich muss tief in den Ruinen und das Teufelsarmband holen. Kennst du den Weg? Du brauchst also wieder Hilfe? Hier stürzt ständig etwas ein. Ich kenne mich also nicht so gut aus. Auf dem Weg hierher habe ich eine Stelle gesehen, wo man vielleicht durch kann. Aber da war ein Fels im Weg. Ich verstehe, ich werde ihn für dich bewegen, aber wie du siehst. Öffne. Wie soll ich ihn bewegen? Jetzt kommt Piccolo. Er ist noch nicht zurück. Sag es, ich muss den gleichen Weg zurück mit ihm. Das dauert mir zu lange. Ich werde wohl nachsehen müssen, wo das Problem liegt. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Hier ist in die gleiche Falle. Ah, komm. Geh rein. Du willst es auch. Spring ins das Loch. Spring in das Loch. Treibsand? Treibsand. Ja, richtig, Leute. Treibsand. Ich stecke fest. Ah. Ja, ist klar, lass es einfach explodieren. Pff, Übertreiber. Kein Problem, aber ich muss vorsichtig sein. Verrückter Bengel. Hä, wo zum Teufel ist der gelandet? Ganz andere Ecke als der. Das Gelände hat sich ziemlich verändert. Wenn er hier stirbt, sinken unsere Chancen gegen die Saiyajin. Ich bin vielleicht zu nachgiebig zu ihm. Aber wir sollten zusammentun. Warte mal, Ausrüstung. Du dummes Verfick. Ich sag einfach dazu nichts. Herr, wo ist denn. Ah, Vollarmband. Okay, es läuft bisher sehr, sehr gut mit ihm. Große Brunnen erlangt. Kann ich nicht. Ich glaube, Son Goku im Jenseits wird das ganze Geld, was ich hier gerade sammle, sehr gut gebrauchen können.
Ich hab doch nichts vergessen, oder? Ah! Zum Glück bin ich extra zurückgegangen, sonst hätte ich das hier vergessen. Und ich will ja alles 100% haben. Hm, wo bin ich? Okay. Spiel, wo bin ich denn? Erzähl mir mal. Ach, zu viel schneiden wieder mal. Das ist so beschissen, ihr seid. Sag jetzt nicht, er kann den Stein bewegen, oder? Ich hoffe mal, dass er den Stein jetzt bewegen kann. Jetzt triffst du Son Gohan. Gut so, jetzt kann ich eigentlich mit ihnen die Reise weitermachen. Mr. Piccolo! Mr. Piccolo! Ja, du bist hier, um mich zu retten, stimmt's? Niemals! Ich kann dich doch nicht hier sterben lassen. Hast du das Teufelsarmband schon gefunden? Nein. Aber ich habe meinen Freund gefunden. Wohl nicht, was? Na schön, ich helfe dir. Aber dafür musst du das Armband finden, verstanden? Geht klar, Piccolo-san. Hast du verstanden? Hat er doch gerade gesagt, verdammt. Na gut. Oh. Okay, jetzt geht's mit den beiden los, aber erstmal will ich den anderen Weg gehen. Und wir hätten Son Gohan auch nicht ausgerüstet. Was habe ich euch gesagt? Vollring. Okay, ich gehe erstmal den unteren Weg. Um zu sehen, ob ich da nichts vergessen habe. Irgendwie ist es witzig, dass die ganzen Gegner so schnell bei mir sterben. Truhe habe ich jetzt. Wie viele Schatztruhen sind eigentlich noch hier? Das will ich mal wissen. Wie viele? Okay, 3 Stück noch. Dun, 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 dun. Okay. Zum ersten Mal, dass sie einen Gegner geschafft hat, mich zu treffen. Okay, aber wie komme ich an die... Okay, das habe ich dann auch. Okay, jetzt muss ich extra den Weg hoch, um die letzte Truhe hier in diesem Dungeon zu holen. Die letzte Truhe. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles in diesem Dungeon. Jetzt können wir eigentlich einfach getrost rausgehen. Okay. Dun, dun, dun. Okay. Maximal. Angriff muss ich noch einmal hoch machen. Boah, ey, zu viele Kämpfe auf einmal. Ey, dieses Video würde aus Kämpfen bestehen, wenn ich das nicht schneiden würde, aber richtig. Okay, jetzt raus mit uns. Geschafft.
Okay, jetzt muss ich auf die andere Seite. Nein! Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Okay, ist noch nicht zu Ende. Ich habe das jetzt bis hier gemacht, damit ihr es nicht sehen müsst. Und das Video war sowieso ein bisschen zu kurz. Was sind das für komische Typen? Red Ribbon Army? Red Ribbon, komm, sei es. Mr. Piccolo, was ist das? Das sind Menschen. Ein paar gierige Schwächlinge haben es wohl auf einen Schatz abgesehen. Mit denen werde ich fertig. Warte. Ich will gern sehen, wie stark du geworden bist, aber diese Kerle gefallen mir nicht. Digga, ein Schlag von mir, die sind tot. Ist das ein Kanickel? Hey Bruder, da drüben sind ein paar schräge Typen. Ein grüner Mensch und ein kleiner Affenjunge. Hä? Sie sind wohl nach dem Schatz der Ruine her. Genau wie wir. Sie sind bestimmt Diebe. Hey, dann haben sie vielleicht schon Schätze gefunden. Sehr viele Schätze. Smaragde, Opal und so. Ja, komm, denen jagen wir einen Schrecken ein und erleichtern sie um ihre Beute. Das hättest du wohl gern. Gute Idee, Bruder. Hey, ihr da. Sucht ihr auch nach dem Schatz? Komm, einmal Höllenspirale und die sind tot. Wir sind hier in der Gegend bekannt. Wir sagen keinem etwas. Wenn ihr keine Prügel wollt, gebt uns eure Schätze und verzieht euch. Ey, so welche... Ihr haltet euch wohl für die bösen Jungs, was? Dass ich nicht lache. Ich will euch das Böse zeigen. Ha, red nur so weiter. Kauf sie dir, Ausgrabungsroboter. Was bist du für eine Missgestalt? Sprint, böser Anschlag. Los, Ausgrabungsroboter, zeig doch mal, was du drauf hast. Ich baue mir jetzt noch zorniger, damit der Angriff noch viel stärker ist. Volle Wunderkraft und Höllengranate. Das hört sich an, wenn er auf japanischer volle Wunderkraft. Oder ich verhöre mich da nur. Zu viel Schaden auf einmal. Es kommt noch weiterer Schadenroboter. Komm, zeig doch, was du drauf hast. Los, zeig doch, was du drauf hast. Und weg. Was, er lebt noch? Ah. Digga, mach mal ordentlichen Schaden. Mansenko. Lichtgranate. Mansenko. Das war ein sehr schneller Kampf. Ein Level up für Son Gohan. Gut so. Diamant erhalten. Hey. Teufelsabad erlangt. Braucht man das eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob das stark ist. Mr. Piccolo? Ja, mein Sohn. Du bist stark geworden. Ach, wirklich? Mr. Piccolo, du hast gesagt, du zeigst ihnen das Böse. Aber sie sind doch die Bösen. Was du ihnen gezeigt hast, war doch eher die Kraft des Guten. Sei nicht dumm. Red keinen Unsinn, wir haben das Teufelsarmband gefunden. Und jetzt verschwinden wir. Richtig. Okay. Oh, ganz alleine auf einem Berg. Oh, das brennt. Wenigstens fängst du nicht mehr an, gleich an zu heulen. Yay, ein Fortschritt. Yay. Applaus für Son Gohan, ja. Mr. Piccolo, du hast mal mit meinem Vater gekämpft, oder? Komm, bitte, sei jetzt keine Konversationsfolge. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wenn wir die Saiyajin besiegt haben, ist er der Nächste auf meiner Liste. Meine Vendetta-Liste, aber...
Papa hat gesagt, du wärst nicht so schlimm wie der Piccolo aus der Vergangenheit. Ist auch so. Ich glaube, er hat recht, aber Mama und Opa hatten Angst vor dir. Egal. Er ist Piccolo. Genug geredet, schlaf jetzt. Das morgige Training wird nicht so schön wie das von heute. Okay. Jetzt fall um. Kleiner Racker. Kleiner Racker, hey, kleiner Racker. Zeig uns, was du kannst, das Herz der Kämpfer. Oha, wie viele Kapitel wollen noch kommen bis Vegeta, verdammte Kacke. Hey, weißt du, wo Shaozu ist? I don't know. Shaozu? Wo ist denn Shaozu? Das erfahren wir im nächsten Part.